herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.4 Beta. So, muss man gerade hier drüber düngen. Und dann müsste auch bald der Stefan Müller bei mir am Hof wahrscheinlich erscheinen. Wegen dem Weizen. Und dem muss ich dann leider sagen, dass ich gerade gar nicht zahlen kann. Naja, vielleicht nimmt er einen Vorschuss. Ich glaube, 15.000 Liter hat er, glaube ich, gesagt. Aber nur 5.000 Euro gerade. Bisschen ungeschickt. Aber man muss halt auch immer reinvestieren, ne? Irgendwann muss ich auch mal hier auf dem im Trigger GPS einbauen lassen. Aber es kostet ja auch noch 15.000 Euro. Auch nicht ganz billig. Gut, aber jetzt werde ich erstmal hier, ich weiß gar nicht, was soll ich denn hier anpflanzen. Ich guck mal vielleicht gerade, was die Hühnchen noch brauchen. Den Weizen. Karotten. Okay. Müssen wir mal gucken. Weizen kriegen wir ja gleich noch rein. Karotten wird erstmal wahrscheinlich nichts. Ich würde aber auch gerne den Jürgen nochmal anrufen und fragen, wie es denn jetzt mit der Karton mit dem Hacker aussieht. Weil ich hätte jetzt ja schon Interesse dran an Hackschnitzen. Müssen wir mal nachhaken. Da vorne ist das Gewicht dran. Das macht so keinen Sinn.
So. Ich würde fast sagen, ach, das geht doch. Das mit Karotten machen. Wenn das geht, dann machen wir das. Ich habe nur nicht gedacht, dass es geht. Und nächste Woche werde ich auch mal wieder Ding bestellen müssen. Ein bisschen Saatgut. Saatgut und Dünger. Bin noch zu. Also Fakt ist, die die Dings da. Die Maschine braucht auch einen Service. Hey. Und zwar eigentlich sofort bräuchte ich den Service. Ich glaube, müssen wir nächste Woche machen. Nach der Ernte. Nach dem Aussehen. Ei, ei, ei. Sämaschine plus John Deere. Brauche beides dringendst Service. Naja. Jetzt machen wir erstmal Karotten aufs Feld. Die müssen wir dann sowieso vom LU ernten lassen. Weil dafür werde ich keine Sättechnik mehr anschaffen oder mieten. Könnte ich schon mal einen Auftrag geben eigentlich? Hallo, hier ist Marlon Neumann. Hallo Neumi, Volker hier. Moin. Hi. Ich würde jetzt schon mal ankündigen, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, aber ein Karottenroder irgendwas. Zum Karotten. Karottenroder? Ja. Also ich hätte da einen Auftrag für euch. In ein, zwei Wochen. Zwei Wochen wahrscheinlich eher. Legst du das an oder wie? Ja. Ich hab doch jetzt Hühnchen auf dem Hof. Ah ja, da war was. Ja. Und die wollen Karotten haben. Oder Karotten oder noch irgendwas, keine Ahnung. Kartoffeln, glaube ich. Nee, keine Ahnung, irgendwas wollen die. Karotten waren es auf jeden Fall. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn mache. Die müssten dann, also da bräuchte ich eure Hilfe dann.
Jo, wir haben die Maschine leider nicht. Wir müssten uns die. Kaufen Ich, oder mieten? nee, wir werden die uns eher mieten. Guck mal, wenn da ein anderes Unternehmen ein bisschen weiter weg. Mal gucken, ob ich da ausleihen kann. Ah, okay. Ja, okay. Schade. Ich dachte, vielleicht macht es auch Sinn. Ich meine, ihr weiß nicht, wie die Technik so aufgebaut ist. Ja, das Geld habe ich halt nicht dazu. Habe ich eigentlich noch einen Privatkredit bei dir? Privatkredit hast du nicht bei mir, ne? Okay. Hast du alles abbezahlt? Ach, da bin ich aber froh. Aber ich habe, glaube ich, noch so Kredit offen, gell? So ein bisschen. Ja. Aber da kommt auch keiner und will irgendwie Geld haben. Das finde ich ganz gut. Das Schlimme ist, ich habe halt viel zu tun, nur. Ja, was ist los? Keine Mitarbeiter. Ja doch, aber irgendwie wollen alle nur was von mir und nicht von den Mitarbeitern. So, ja, die Arbeit am Feld hier. Musste mehr Aufgaben verteilen, Kollege. Ja, wenn du schon angerufen hast jetzt, dann Dann? auch Kredit bezahlen. Ja. Frag mal mein Bankkonto. Es gibt dir eine klare Antwort. Nee, nächste Woche. Also ich warte gerade drauf, dass die Preise hochgehen. Gerste und Dinkel. Ja. Wenn die oben sind, dann kriegst du eine fette Rückzahlung. Also die Ja, das Bank. hört sich. Ja, die Gemeinde. Jo. Also ich warte gerade wirklich nur drauf, dass die Preise steigen. Ich habe knapp 200, nee, 160.000 Dinkel noch auf Lager. Und 100.000 Gäste. Also von dem her, da geht dann Ja. einiges zurück. Jo, dann nächste Woche. Jo. Ja, hoffentlich. Gut, bis denn mal. Bis dann. Tschö. Ja. Jo, Volker hier, hi. Moin. Hier denn, ey. Ja? Ich hätte einen Auftrag für dich. Ja. Mein Johnny und meine Sämaschine bräuchten unbedingt einen Service. Also Sämaschine ist gerade noch in Use, aber Ja. Dings da dann nicht mehr. Johnny noch nicht mehr, noch nicht, nicht mehr. Ach, der steht am Hof. Aber ich würde beides gleichzeitig geben, vorbeischicken wollen. Ja, das ist gar kein Thema. Oder du holst dann beides gleichzeitig. Kannst du das Auto ja bei mir stehen lassen, bis du durch bist und dann wiederkommen. Gut, ich würde mich dann nächste Woche nochmal bei dir melden. Jo. Gut, bis denn mal. Jo, ciao. Tschüss. Ey. Hi. Schickes Hemd hast du an. Ist es neu? Ja, hab grad kein anderes gefunden. Na, no, aber das passt zu deinem Tor. Das sieht okay aus. Was kriegst du denn für den Weizen jetzt nochmal? Ich habe ausgerechnet, das wären circa 10.140 Mhm. und wir könnten ja 10.200 draus machen. Der Sprit ist auch ein bisschen teuer. Mach den Gegenvorschlag. Wo ist denn das hin? Das ist noch im LKW drin. Ach so. Hatte schon Angst, dass es auf dem Silo liegt und nicht im Silo. Also Gegenvorschlag. Wie dringend brauchst du denn das Geld? Sehr dringend. Okay, Gegenvorschlag.
Ich zahle dir 11.000. Okay. Wenn du mir im Gegenzug dafür noch eine Ladung vom LKW, eine LKW-Ladung voll Gerste verkaufst beim Aldi. Mache ich. Okay. Weil sonst komme ich gerade mit dem Geld nicht hin. Gerade nicht so viel Cash. Wohin muss das? Kannst jeweils bei den Hühnchen reinkippen. Und den Rest ins Silo. Jo. Gut, danke dir. Und das, die Gerste ist auch im Dings. Die Gerste ist im Silo, ja. Jo. Tschö. Jo. Oh, zum Glück habe ich wenigstens noch die Reserven, ey. So. Ups. Aber, liebe Leute, das war's dann auch schon wieder von der heutigen Folge Real Farming LS19 meets Reality. Morgen fällt die Folge aus. Montag geht's weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.